Oh mein Gott, Diamanten! Ich habe Diamanten gefunden, Leute. Erstmal hallo und willkommen zur neuen Folge. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Oh, das ist auch einer. Also, Leute, ich habe gefarmt. Hier ist, hab, ich habe ich hab Uran. Ich wollte eigentlich nur Eisen haben. Habe dann Uran gefunden, Redstone. Hier habe ich Eisen. Ich habe mir da mit dem Eisen auch unterwegs eine Picke gemacht. Ich kann mal kurz zeigen, wo ich mich runtergebaut habe. Ich habe irgendwo Neverleak Straight Down gemacht. Wo war? Hier. Hier habe ich mir Neverleak Straight Down gemacht. Da oben war das Uran. Ja, aber da habe ich das vergessen. Nee. Da oben war das Uranerz und das Eisenerz. Habe ich aber ein bisschen noch weiter runtergebaut. Dann mache ich irgendwann hier. Und eigentlich wollte ich mit Anton den Plan machen, dass er Diamanten suchen geht. Aber jetzt habe ich halt schon welche gefunden. Ja gut, also Anton wird wohl arbeitslos. Ja, genau. Wir sind hier wieder in Minecraft Apocalypse. Ich habe übrigens auch einen Smaragd gefunden, wie ihr unten seht. Der war auch hier unten. Weil wir sind hier gerade in dem Extreme Hills Biom. Also ich habe mich ja direkt neben der, ich sag mal, in Anführungszeichen Base runtergegraben. Ich habe zwar gesagt, wir machen es ohne Betten, aber ich habe die Betten, ich habe oben Betten platziert, einfach nur, dass wir einen Respawn-Point setzen. Wir werden die aber nicht zum nicht zum Tag machen benutzen. Hoffe ich, dass Anton das nicht macht. Ja, genau. Aber ich würde sagen, dann fahre ich jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter. So. Oh. Nein, Fackel. Wirklich. Alles klar. Lava. Also genau, ich habe jetzt auch hier bei Mining schon Level 2 erreicht. Deswegen habe ich auch ein Goldnugget mehr rausbekommen und so. Dann wissen wir, wir dürfen nicht in diese Richtung. Uran! Deswegen habe ich eigentlich noch weiter gegraben, weil ich noch mehr Uran wollte, weil die können wir dann später für eine gute Waffe benutzen. Also das Uran. Nicht die. Und das Uran können wir dann später für eine gute Waffe benutzen von der Tech Guns Mod. Hieß es, glaube ich. Die Mod. Oh, noch mehr Eisen. Für Anton. Hoch. Also momentan ist es mit dem Laggen schon viel besser geworden. Vielleicht, weil ich mich halt nur im Untergrund bewege, deswegen nicht so viel laden muss. Das könnte sein. Gerade. Da bin ich Level up bei Mining? Moment, mal gucken. Ja, tatsächlich. Level 3. Und weil, wer es nicht weiß, der Mining-Skill, der ist eigentlich an sich auch sehr gut. Weil es das bedeutet, dass je höher das der Mining-Skill ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Stadt, zum Beispiel wenn man Steine baut, dass man statt Stein zum Beispiel den Goldnugget bekommt oder sowas. Oder eine Enderperle. Das kommt halt drauf an, wie hoch halt der Skill ist. Heute baue ich gerade. Seit wann ist die kaputt? Gerade eben? Ist die gerade eben kaputt gegangen? Ja, okay. Ich mache mir aber erstmal trotzdem nur eine Eisenspitzhacke und keine Dia-Picke, weil wir die Dias halt für für was anderes brauchen später. Zum Beispiel für einen Blockverstärker oder sowas. Also, das ist ein Beispiel. Und zum Beispiel für Blockverstärker, weil die werden wir halt später auch brauchen gegen Siren Head. Also, ja. Aber ich bin gespannt, also ich habe noch nie die Better Portals Mod benutzt, deswegen bin ich gespannt, ob das auch wirklich so funktioniert, ob, oder ob das dann abnormal laggen wird. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Ach, und übrigens, ich weiß nicht, wie das jetzt gerade momentan für euch aussieht, aber weil ich kann gerade von meinem Schnittprogramm aus, kann ich irgendwie mein letztes Video nicht hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das dann doch dem Zeitpunkt hier schon geschafft habe oder ob ich das einfach auslassen muss, dass das hier für euch die erste Folge ist. Nein, bitte nicht. Ich will nicht Siren Head, nein! Nein, Siren Head brauchst du sogar zwei Stück. Aber zum Glück passen die hier unten nicht rein, hoffe ich mal. Stell dir mal vor, so ein kleiner Siren Head, so groß wie ich ungefähr. Das wäre nicht so schön. Da kommen sie die beiden gespawnt, fängt es wieder an zu laggen. Nee. Fackel. Die No, aber das sind keine Diamanten. Das ist Silber oder sowas, oder? Ne, Zinn. Das ist Zinn. Okay. Redstone. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, nochmal Redstone. Wäre geil, wenn ich noch mehr Diamanten finden würde. Ist ja richtig geil. Wie mein Inf ist schon voll. Ich hätte gerne noch wieder die Inmiss-Mod, hieß die, glaube ich. Inmiss-Mod wird draufgezogen, aber es war halt leider eine andere Version, ging nicht mehr. Das ist ein bisschen blöde. Ja. Ja. Oh, leck. Leck. Ey, aber ich habe ein bisschen Angst vor diesen Siren Head Boss. Nicht, dass ich gleich wieder rausgehe oben und dann stehen die direkt an unserer Base. Also. Nee, nee, nee. Also, ich habe schon mal so einen Siren Head Boss gesehen. Aber, gefightet noch nie, weil. Ich bin noch nicht lebensmüde, also ist mal ehrlich. Okay, ich glaube, die Fackel war gerade nicht so ideal platziert worden von mir. Aber shut up. Ich weiß, dass das hier gerade nicht die ideale Diamantenhöhe ist, aber ich fahre mir trotzdem einfach mal so ein bisschen. Was ist das? Kupfer? Ich habe fast die Diamanten weggeschmeißen. Hello. Ja, tatsächlich, Kupfer. Tatsache. Da haben wir doch Kupfer gefunden. Und Redstone. Redstone. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen mal irgendwas. Redstone hier. Redstone kann für später für Security Craft ziemlich wichtig sein, theoretisch. Oh. Eisen. Aber das ist hier auch sehr wichtig für später. Das habe ich aber vorhin auch gefunden. Das ist aber wichtig für später zum Zaubern. Weil kriegt man diese Kristalle raus? Moment. Die hier? Und mit diesen Kristallen, die braucht man halt, um auf seinen Zauberstab dann eben
einen Zauber zu ziehen. So. Nein! Das will ich nicht. Ich will das Eis abbauen. Ey, es regt mich auf, wenn es so hart leckt. Es tut mir echt leid, dass es so hart leckt, vor allem in der Aufnahme. Es tut mir echt super, super leid. Nochmal ein dickes Sorry, ihr. Das ist auf der Map. Das Blaue. Das ist doch kein Wasser, oder? Ah, jetzt. Es wäre so geil, wenn ich nochmal Dias finden würde. Finde ich wahrscheinlich nochmal so Dias, aber dann nur so eine Quelle. Ja, das soll man machen. Aber während ich hier farme, würde ich sagen, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und dann könnt ihr auch zeigen, dass euch das Video gefällt. Dann kann ich gucken, dass ich mehr Content in diese Richtung mache. Kommt auch gerne auf meinen Discord, Link in der Beschreibung, wenn ich nicht zu dumm bin, um ihn wieder reinzustellen. Ja, wie viel Eisen habe ich jetzt? Wo ist mein Eisen? Ah, hier, 24. Ja, schon eine Hausnummer, oder? Dafür, dass ich hier nicht auf der optimalen Höhe farme. Nach wieder die Drecksholz. Wie schnell geht denn so ein Drecksspitzhacke kaputt? Ich habe gleich echt kein richtiges Eisen mehr, weil ich hier schon alles für Dings gebraucht habe. Mein Fuß tut gerade so weh, weil ich mir gestern Abend da so angestoßen habe. Oh, lol. Aber ich kann auch euch auch sagen, da gibt es so einen Trick, wie ich die Diamanten gefunden habe. Und zwar, da gibt es sogar extra ein Sprichwort für. Und zwar, das Glück ist mit den Dummen. Deswegen habe ich sie gefunden. Ja, keine Ahnung. Ach so, habe ich vorhin auch gesagt, Glocke aktivieren. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gesagt. Also kommt meine Schwester wieder in den Kommentaren und sagt, Glocke aktivieren. Welches Level bin ich jetzt? Schon Level 3. Da war ich das vorhin auch schon, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Diamanten! Ich sollte vielleicht nicht so rumschreien. Und Eisen. Und die Aufnahme geht auch schon 14 Minuten. Mir wurde auch, wie gesagt, ich sollte die Aufnahme kürzer machen. Deswegen sage ich an diesem Punkt wieder Tschüss. Das war heute nur eine kleine Farming-Episode. Haut rein. Und da sage ich auch in meinem Sinne, ciao.